Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und bei uns geht es heute um eine Buchbesprechung, die am 12. Juli hier in Leipzig im Literatursalon stattfindet. Es geht um das Rote Buch und ich freue mich jetzt an meiner Seite Dr. Evelyn Christina Becker begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frau Becker. Guten Tag. Das Rote Buch ist ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr großes, muss man dazu sagen. Was erwartet denn die Besucher jetzt am Samstag bei dieser Buchbesprechung? Teil 2. Denn Teil 1 fand vor etwa einem halben Jahr statt mit unserem Kollegen, Gast aus Köln, der Kölner Junggesellschaft, Henning Weierstrass, stellen wir gemeinsam das Rote Buch noch einmal unter einem anderen Aspekt vor, die Reise tief ins innere eigene Weltall, in die Seelenlandschaft Carl Gustav Jungs mit seinen wunderbaren Bildern, Mandalas, aber auch die Darstellung seiner Träume, die Auseinandersetzung mit dem individuellen und dem kollektiven Unbewussten und auf jeden Fall mit spannenden Entdeckungen zum eigenen Ich. Wenn das die Folgeveranstaltung ist, das heißt ja dann, dass die erste sehr erfolgreich lief. Kommen die Leipziger auch danach zu Ihnen? Ja, es hat also sehr große Resonanz gefunden. Die Gäste der ersten Veranstaltung haben auch eine Fortführung angeregt. Es gab ganz spannende Diskussionen um die Frage der Religion. Gibt es den einen Gott? Gibt es Spiritualität, Transzendenz, also Themen, die mit Carl Gustav Jung unmittelbar zusammenhängen, die ja immer auch so etwas strittig waren, der große Denker, Entwickler, aber auch jemand, vielleicht als 40-Jähriger in der Midlife-Crisis. Ja, das hat immer wieder so... Oder als Verrückter galt er auch. Ja, genau. Also nahe ja, psychotischen Zuständen wurde gefragt. Aber ich glaube, er war derjenige, der sagen konnte, entdecke dich selbst, finde deinen Weg. Und was mir immer wieder gut gefällt, seine Überlegung, wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, entdeckt sich selbst, erwacht. Und das fand ich immer ganz spannend. Das ist ja auch ein großes Thema, mit dem sich die CG Jung Gesellschaft beschäftigt und mehr dazu erfahren wir nach unserer Werbung für Sie. Liebe Zuschauer, und bei uns geht es jetzt weiter mit Dr. Evelyn Christina Becker. Wir hatten jetzt schon über den Herrn Jung gesprochen und auch, ich hatte ganz kurz schon erwähnt, es gibt eine Gesellschaft. Die CG Jung Gesellschaft. Und Sie sind die erste Vorsitzende des Vereins. Mit was beschäftigt sich denn die Gesellschaft jetzt alles? Ja, also es gibt deutschlandweit und auch in Österreich und in der Schweiz deutschsprachige Carl Gustav Jung Gesellschaften. Wir in Leipzig sind eine der jüngsten, haben uns vor knapp 4 Jahren gegründet und haben im Gegensatz zu vielen anderen in Deutschland noch etwas Spezielles. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Verbreitung analytischer Psychologie, sondern auch analytischer Pädagogik. Das ist etwas, was es sonst gar nicht so sehr gibt. Das heißt, einerseits wollen wir gern durch Vorträge oder Veranstaltungen wie gerade am Samstag im Literatursalon, teilweise auch durch Vorträge oder wissenschaftliche Veranstaltungen, Menschen einladen, sich mit der eigenen Seele ein bisschen mehr zu beschäftigen. So eine Art Volksuniversität in Anführungsstriche. Und mir persönlich ist es ganz wichtig, weil ich auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen immer wieder merke, dass in der Schule ganz viel Wissen um analytische Pädagogik Wert hat. Ich erlebe das auch in Fortbildungsveranstaltungen mit Lehrerinnen und Lehrern. Und das ist eben etwas, was wir in Leipzig besonders pflegen, dass zu Themen, die entwicklungspsychologisch von Bedeutung sind, Lehrerinnen und Lehrer vielleicht ein Stück Unterstützung auch aus der Psychologie bekommen können. Jetzt gibt es ja doch da auch verschiedene Ansätze und es ist auch nicht ganz so einfach, wenn wir von der Schule sprechen, ne? Dass man da den Lehrern auf alle Fälle, ich sage mal, Input mitgibt in der Arbeit mit Schülern, ist ja auch immer wichtig, den Schüler zu erkennen. Und dann haben wir aber auch die andere Komponente, dass ein Jugendlicher oder ein Schüler sich auch öffnen kann. Dass man da so ein bisschen die Hürde nimmt. Ist das auch so ein Ansatz? Oder wenn Sie sagen, wenn Sie mal die letzten Jahre betrachten, wie hat sich denn das entwickelt in der Schule? Es ist garantiert sehr viel schwieriger geworden.
Denn das, was wir im gesellschaftlichen Alltag erleben, schlägt sich ja vor allem in der Schule auch nieder. Und ich denke, Lehrerinnen und Lehrer leisten eine schwere Arbeit. Ne? Es ist natürlich bei mindestens 25 Kindern oftmals in der Klasse ganz schwierig, jedem Einzelnen so gerecht werden zu können, wie das dann in der Therapie passieren kann. Ne? In dieser 1-zu-1-Situation in der Therapie ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten möglich miteinander, als das in der Schule ist. Ne? Was aber über analytische Pädagogik die Möglichkeit hat, ist zu schauen, was passiert zwischen uns beiden, zwischen Lehrerin, Lehrer und Schülerin, Schüler. Weil das ist ja auch eine Beziehungsdynamik. Und was sich da überträgt oder gegenüberträgt, ist ja etwas, was hat immer mit mir selbst zu tun. Also die Reise ins innere Weltall, die Carl Gustav Jung empfiehlt, ist eben für jeden von Bedeutung. Und wenn ich mit einem Schüler oder einer Schülerin besondere Probleme habe, hat das auch immer was mit mir selbst zu tun und mit meiner Geschichte. Das setzt voraus, dass man sich aber auch selber reflektieren kann. Ja. Und das ist schon der erste Schritt. Und das ist eben ein Teil, ja, und das ist eben auch ein Teil unserer Arbeit im Verein, dass wir dazu ermutigen, ne, ein Stück auch auf sich selbst zu schauen, auch eine gute Seelenhygiene in solchen Berufen, wie die Helferberufe auch im Lehrerbereich sind, leistet und letztendlich eben wirklich auch den anderen Blick auf die Beziehung zu werfen, als die Lehrerin, Lehrer, Junge, Mädchen, du musst was lernen, ich muss dir Stoff vermitteln. Die Beziehung ist es, die trägt. Das ist das Wichtigste. Und dafür bietet ja der Verein eben diese verschiedenen Veranstaltungen und Vorträge an. Kann man sich auch im Internet über den Verein informieren? Ja, gibt es. Also wir haben eine Homepage gemeinsam mit den Junggesellschaften in ganz Deutschland. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, auch in der Leipziger Volkshochschule ist in jedem Semester etwas im Angebot. Demnächst geht es wieder rund um die Liebe. Manchmal geht es um Geschwisterbeziehungen, um Väter, Mütter, Töchter und Söhne, weil die Beziehungen sind ja auch ganz besondere. Also man könnte jetzt auch ganz erlaubt sagen, es ist für jeden was dabei. Also würde ich schon meinen, ja. Doch. Frau Becker, ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren. Wünsche Ihnen viel Erfolg jetzt für den Samstag für die Buchbesprechung und freue mich auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war...